Als Handwerksbetrieb zahlen Sie einen Mitgliedsbeitrag an Ihre regionale Handwerkskammer. Und vielleicht fragen Sie sich, warum eigentlich? Warum muss ich da Mitglied sein und was passiert überhaupt mit der Kohle? Lassen Sie uns diese Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Was wäre, wenn es die Handwerkskammern in Deutschland nicht gäbe? Nun, dann wäre jeder Betrieb auf sich alleine gestellt. Jeder müsste alleine um Fachkräfte und Nachwuchs werben. Jeder müsste alleine bei der Politik seine Interessen durchsetzen. Jeder müsste alleine notwendiges Know-how zusammensammeln. Die Handwerkskammer dagegen bündelt wirksam die Kräfte ihrer Mitglieder. Wir sind Sprachrohr. Wir sorgen dafür, dass Politik, Medien und Gesellschaft das Handwerk als Wirtschaftsbereich mit Gewicht wahrnehmen und sich das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan, als starke Marke etabliert. Wir sind Interessensvertreter. Wir halten die Handwerksinteressen in der Regional-, Landes-, Bundes- und Europapolitik hoch. Wir sind Qualitätsverfechter. Wir kümmern uns um eine gute Aus- und Weiterbildung und kämpfen für den Meister. Denn genau diese Qualitätsstandards machen das deutsche Handwerk weltweit einzigartig und sorgen für tolle Arbeit und zufriedene Kunden. Und wir sind Beratung. Wir bieten für alle Handwerksbetriebe Seminare und kostenfreie und neutrale Beratungen zu rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und technischen Themen. Und das gewerksübergreifend für alle Handwerksbetriebe und deren Angestellte und Lehrlinge. Vom Ein-Personen-Unternehmen bis zum großen Arbeitgeber. Das Prinzip lautet: Einer für alle, alle für einen. Der Beitrag ist eine Investition in die Solidargemeinschaft Handwerk. Viele zahlen einen kleinen Beitrag, der dann in der Summe viel bewirkt. Der Beitrag setzt sich zusammen aus einem Grundbeitrag und einem Zusatzbeitrag, der abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg des Betriebs variiert. Das Schöne? Dieser Beitrag dient der Selbstverwaltung des Handwerks. Die Entscheidungsgremien der Kammern bestehen aus gewählten Vertretern direkt aus der Praxis. Zu einem Drittel sogar aus Arbeitnehmern, damit auch die Interessen der Beschäftigten und Lehrlinge Gehör finden. Lassen Sie uns gemeinsam die Wirtschaftsmacht von nebenan auf Erfolgskurs halten. Ihre Handwerkskammern.